Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Blickpunkt Leine-Bergland hier bei unseren Kooperationspartnern Automobil. Das kennen Sie ja schon. Heute sind wir hier mal bei Satz und Drucken Elze. Und was die alles setzen und drucken, das schauen wir uns mal an. Dass wir mit unserem Blickpunkt erstmal kurz in Elze bleiben, hat einen guten Grund. Denn einer unserer dortigen Kooperationspartner ist die Firma Satz und Druck. Was Satz und Druck alles macht, erfahren Sie demnächst in einem separaten Beitrag. Heute wollen wir Ihnen erstmal in eigener Sache zeigen, was die Werbetechniker für uns gemacht haben. Bitteschön, das ist unser neuer Einsatzwagen, frisch geliefert aus dem Hause Feddersen Automobile, auch ein Kooperationspartner von uns. Dort gibt es jetzt übrigens sogar eine eigene Unternehmensbetreuung, auch darüber demnächst mehr. Apropos Feddersen, am 30.09. haben Sie die Gelegenheit, eine tolle Reise im Wert von 1.000 Euro zu gewinnen. Und zwar im Autohaus Feddersen in Eifelt. Dort wird zwischen 10 und 16 Uhr nämlich der neue VW Polo vorgestellt, in Verbindung mit einem tollen Gewinnspiel. Schauen Sie mal rein, für Essen und Trinken ist natürlich auch gesorgt. Jetzt aber erstmal nach Bockenem. Dort findet am 17.09. die deutsche Einzelmeisterschaft im Tippkick statt. Tippkick, Sie wissen schon, man tippt kleinen Figürchen auf den Kopf. Und die kicken dann wiederum einen kleinen Ball. Erfreut sich immer größer werdender Beliebtheit. Wenn Sie mal live dabei sein möchten, dann also nichts wie hin am 17. September nach Bockenem. Von Bockenem nach Eifelt. Der Schießsportverein Eifelt veranstaltet vom 11. bis 13.09. und vom 18.09. bis 21.09. jeweils ab 17.30 Uhr Schießwettbewerbe im Schützenhaus auf der Ziegelmasch. Es wird der Bürgerpokal, der Pokal der Eifelder Firmen, Vereine und Verbände, das Schießen um die Bürgerkönigskette und um den Bürgerkönig ausgetragen. Die Preisverleihung sowie die Proklamation der Könige findet am 14. Oktober ab 16 Uhr im Schützenhaus statt. Weitere Infos gibt es unter der E-Mail info-ssv-eifelt@gmx.de. Von Eifelt weiter nach Duingen. Ein Vierteljahrhundert gibt es jetzt schon den Duinger Chor Bel Canto. Grund genug für die engagierten Freunde guter Kirchen und Weltmusik, zwei Jubiläumsauftritte zu absolvieren. Am Sonnabend, dem 21. Oktober, tritt Bel Canto in der Duinger katholischen Kirche Guter Hirt auf und am Samstag, dem 4. November, in der St. Georg Gemeinde in Bante, jeweils um 17 Uhr. Unter dem Motto God gave me a song verspricht Chorleiter André Colossa ein kurzweiliges Programm aus bunt gemischten Liedern, darunter neben geistlichen Liedern auch Popsongs etwa von den Beatles. Der Eintritt ist kostenfrei. Von Duingen nach Südniedersachsen, unserer Nachbarregion. Zarte Liedtöne in einer ehemaligen Unternehmervilla, die seit Jahren leer steht. Große Ölleinwände in einem ungenutzten Kellergewölbe. Comedy im sanierungsbedürftigen Fachwerkhaus und Skulpturen im Turm der mittelalterlichen Stadtmauer. Das Denkmalkunstfestival im Fachwerk Fünfeck bietet Kunst an ganz ungewöhnlichen Orten. Vom 29. September bis zum 8. Oktober findet das ganz besondere Festival in Südniedersachsen statt. Die fünf Städte Duderstadt, Einbeck, Hannover-Schmünden, Nordheim und Osterode am Harz laden dazu ein, sich in die historischen Gebäude, Keller und Höfe hineinziehen zu lassen und den besonderen Charme zu erleben. Künstler aus ganz Deutschland fühlen sich angesprochen, ihre Malerei, Skulpturen und Kunsthandwerk in den Räumen auszustellen oder ihre Musik, Lesungen, Theater, Lichtinstallationen und viele weitere kreative Ideen zu präsentieren. Weitere Infos unter www.fachwerk5eck.de. Aus dem Süden Niedersachsens schwenken wir nochmal nordwärts die Leine entlang nach Gronau. Die dortige Jugendpflege Leine Bergland ist bekanntlich sehr aktiv und bietet auch in diesen Herbstferien ein interessantes und abwechslungsreiches Programm an. In der ersten Woche gibt es eine Freizeit in Mardorf für Kinder von 8 bis 12 Jahren. Es werden ein paar schöne Tage am Steinhuder Meer verbracht. In der zweiten Woche kann man im Jutz Gronau jeden Tag von 10 bis 18 Uhr basteln. Es wird dort gekocht und. Genaue Auskünfte gibt es bei der Jugendpflege Leine Bergland unter 051 82 38 72. Und zum Schluss noch ein Tipp, wenn Sie einen Hund haben, der gern ins Wasser geht. Am kommenden Sonntag, dem 17. September, findet zwischen 11 und 19 Uhr das große Abschwimmen im Waldbad Lamspringe statt, für Hund und Herrchen. Am Abend zuvor
findet die große Saisonabschlussveranstaltung statt. Mit Lichterbechern und Schwedenfeuer, DJ und Tombola. Es ist also schwer was los im schönen Lammspringe. So, liebe Zuschauer, das war unser Blickpunkt für heute. Alles Weitere sehen Sie dann hier. Wissen Sie ja.